Yo Leute, was geht? Euer Luki Perni ist mal wieder am Start und heute mal mit der allerersten Folge des neuen Formats FIFA 19 Player Ratings Prediction. In dem Format zeige ich euch einfach mal die Spieler Ratings, die ich mir bei vielen, die ich mir halt vorgestellt habe, und ich hoffe, dass ihr auch meiner Meinung seid, weil es kann auch manchmal sein, dass ich mich ein bisschen verschätzt habe, weil ich den Spieler jetzt nicht so verfolgt habe, aber es so grob einschätzen kann. Dieses Format werde ich jetzt jede Woche 1 bis 2 Folgen bringen, weil sonst bekommt da keine neuen Predictions, aber das werde ich natürlich auch nur machen mit guten Spielern, also nicht so mit Drittligisten Spielern, also zum Beispiel Käsemodel in der zweiten Liga. Okay, ja, da weiß ich das Rating wahrscheinlich eh schon. Und jede Folge werde ich auch 5 Spieler euch vorstellen. Könnt mal gerne reinschreiben, welche Spieler ich in der nächsten Folge rannehmen soll. Also ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ich mal 5, mal 7, mal 10 oder auch manchmal vielleicht nur 3, aber dann mehr erzählen soll. Keine Ahnung, was ihr wollt. Ich kann es natürlich auch XXL machen und jede Folge 20 Spieler machen, aber das wäre dann einfach zu lange und dann würden auch Skripte oder so, würden da 20 Seiten lang werden. Also das wäre auf jeden Fall nicht so gut für euch, weil dann müsst ihr meine Fresse die ganze Zeit sehen. Ich habe es gerade schon gesagt, meine Fresse werdet ihr hier nur immer am Anfang sehen und dann werde ich mich komplett ausblenden und dann seht ihr nur noch einen Screen mit den Spielern, halt den Ratings, aber sonst seht ihr eigentlich nichts. Also, ihr könnt gerne in den Kommentaren Spielervorschläge reinballern, die ich dann nächste Folge wahrscheinlich auch machen werde. Also, mir fallen jetzt bald keine mehr ein. Ich habe heute mal 5 rausgesucht. Fallen mir noch so ein paar ein, zu denen ich auch noch sowas machen kann, zum Beispiel Leon Goretzka oder so. Also auch nicht die Knaller, weil die kommen heute schon. Und ja, so Spieler wie vielleicht, ja, Leon Goretzka halt oder auch andere Jugendspieler, die gerade so ihre Entwicklung ging. Zum Beispiel, ja, Kylian Mbappé, aber der ist ja eigentlich schon auf einem hohen Level. Max Meyer, da wissen wir natürlich alle schon, was der für Rating bekommt, also ganz klar die 99. Und die Ratings werden dargestellt, indem ich euch zuerst die FIFA 18 Karte des Spielers zeige. Mein Deutsch ist heute mal wieder am Start. Und dann noch ein paar Fakten zu dessen Saison sage und euch dann meine Predictions zeige. Ja, ihr habt es gerade schon gemerkt, meine Deutschkünste werden heute mal wieder richtig gezeigt. Und ich denke mal, das habt ihr alle verstanden und dann gehen wir rüber zum ersten Spieler. Der erste Spieler ist Arturo Vidal, der in FIFA 18 eine 87er Gesamtstärke bekommen hat. Vidal ist ja zu Barcelona gewechselt und das für nur 20 Millionen geschätzt, was für so einen Spieler natürlich keine große Summe ist. Also für mich wäre er schon so 50 bis 70 Millionen wert. 70 Millionen wären dann auch zu viel, aber 50 bis 60 Millionen wären es dann schon. Und er hat halt auch bei den Bayern eine sehr gute Saison gespielt, hat aber leider nur einen 88er in Form bekommen und halt noch die 90er, keine Ahnung, SBC, irgend so eine Special SBC, wo er halt eine 90er SBC-Karte noch bekommen hat, aber die war jetzt auch nicht so. Also, die habe ich selbst nicht gespielt, aber ich denke mal, die konnte man auch gut spielen. Für mich hätte er noch ins Team of the Season gehört, anstelle von Naby Keita, weil ich fand, Naby Keita war einfach eine schlechtere Saison als die davor mit Leipzig, wo sie Zweiter geworden sind. Dieses Jahr irgendwie Achter oder so. Und ja, Arturo Vidal hätte halt auch einen Tots verdient, ganz ehrlich. Und seine FIFA 18 Karte hatte 75 Pace, 81 Schuss, 80 Passen, 79 Dribbling, 83 Defensive und 84 Physics. Und weil er halt ins Tots leider nicht gekommen ist, denke ich, hat er nicht so gute Chancen auf ein hohes Rating. Deswegen gebe ich nur einen Punkt drauf und zwar hat er dann eine 88er Gesamtstärke. Bei Pace bekommt er von mir 3 mehr. Bei Schuss bleibt alles, bei Passen bekommt er 2 dazu auf 82. Leider muss ich ihm beim Dribbling dann 2 abziehen, dann ist er auf einer 77. Dann bei der Defensive bleibt alles und bei der Physik auch.
Kommen wir zum nächsten Spieler und das ist auch ein transferierter Spieler. Und zwar ist er zum Barcelona gewechselt und das ist natürlich Malcolm. Ich glaube, das waren 40 Millionen, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Der war ja, wo war der? Ich weiß es gerade nicht mehr, wo der zuerst unterschrieben hat oder wo er schon hingereist ist, um den Vertrag zu unterschreiben. Aber dann wurde doch noch Barcelona sein neuer Verein, keine Ahnung, bei dem er unterschrieben hätte sollen. Aber dann ist er halt zu Barcelona gewechselt und ich hoffe natürlich, dass er sich dort weiterentwickelt und vielleicht bald im brasilianischen Fußball Neymar Konkurrenz macht. In FIFA 18 hatte er am Anfang eine 79er Wertung und bekam ein Winter-Upgrade auf 82. Er bekam zwar nur einen in Form, aber dafür einen 89er Team of the Season. Ich kann jetzt keine Fakten zu seiner Saison sagen, weil ich die französische Liga nicht aktiv verfolgt habe. Ich habe zwar immer wieder reingeschaut, aber es war eigentlich hauptsächlich nur wegen Paris Saint-Germain, Monaco und so. Aber von mir bekommt er ein Upgrade von 5 Gesamtpunkten und zwar hat er dann eine 84er Gesamtstärke. Pace bekommt er 3 dazu, ist er auf einer 86. Ja, von 73 Schuss auf 83. 10 Punkte plus, ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Genauso wie beim Passen bekommt von 74 10 drauf auf 84 dann. Da gehen wir wieder runter und zwar 82 Dribbling. Ja, wird 88 Dribbling, ist trotzdem Monsterwert. Dann bei der Defensive, was eigentlich richtig egal ist, bekommt er 7 drauf. Ist jetzt bei 27. Bei der Physik ist er dann bei 66, bekommt 3 drauf. Ja, das war's von Malcolm und ich denke, wir machen mal gleich weiter mit dem nächsten Spieler. Machen wir gleich weiter mit Paulo Dybala. FIFA 18 ein Rating von 88 hatte. Dybala hatte ja eine Saison mit, ich glaube, nur 2 Titeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie den Pokal gewonnen haben. Wenn nicht, dann war es nur der Ligatitel. In der Champions League ist er mit Juventus Turin leider im Viertelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden. Und ich denke mal, dieses Spiel kennen wir alle. Und zwar hat da Ronaldo sein Fallrückzieher-Tor geschossen. Und ja, das hat man natürlich auch im Teaser von FIFA 19 gesehen, den Fallrückzieher. Aber jetzt geht's erstmal noch um Dybala. Er hat 4 Informs und 1 Tots bekommen, weshalb ich davon ausgehe, dass er ein Upgrade zu FIFA 19 von 2 Punkten bekommen wird, weshalb er dann auch eine Gesamtstärke von 90 bekommen wird. Meiner Meinung nach wird er bei Pace nur ein leichtes Upgrade auf 87 bekommen. Bei Schuss bekommt er von mir 88 und bei Passen eine 86er Wertung. Beim Dribbling bekommt er von mir wieder nur ein kleines Upgrade auf 92. Bei Verteidigung kriegt er 27 und bei Physik bekommt er nur 69 leider. Den vorletzten Spieler muss man kennen. Er war schon mal auf dem Cover. Er war schon öfters auf dem Cover. Ich glaube 4 oder 3 Mal. Und zwar hatte er eine 93er Rating in FIFA 18. Es ist niemand geringerer als Lionel Messi. Messi eskalierte zum Saisonanfang richtig, ließ dann aber leider nach, weshalb sie dann gegen AS Rom in der Champions League ausgeschieden sind. Ich glaube, das war das Achtel- oder das Viertelfinale? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber dafür, anstelle von Real Madrid, gewann sie halt noch die Liga. Aber Real Madrid war halt auch am Saisonanfang und auch mittendrin so nicht in Topform. Messi bekam insgesamt 7 Special Cards, was schon eine Hausnummer ist. Und darunter ein Team of the Year und ein Team of the Season, was auch noch gut ist. Leider konnte er dann bei der WM nicht mehr gut überzeugen, weshalb er meiner Meinung nach auf einer 93 bleibt und auch nur kleine Upgrades und Downgrades bekommen. Hätte er es mit Argentinien weiter geschafft, wie zum Beispiel ins Halbfinale oder auch ins Finale, dann würde ich ihm eine 94 geben. Aber mit der schwachen Leistung bei der WM muss ich ihm leider nur eine 93 geben. Dann kommen wir zum nächsten und auch letzten Spieler, den ihr zu 100% kennt, weil sonst habt ihr FIFA 18 nicht einmal gekauft oder nicht mal gespielt oder nicht mal gesehen. Und zwar ist der letzte Spieler Cristiano Ronaldo. Ich finde, er ist das komplette Gegenteil von Lionel Messi. Am Anfang der Saison hatte er den Torfluch und hat kein Tor geschossen.
Aber in der Champions League hat er Tore am Laufband geschossen sogar. Warum Real dann auch die Champions League zum dritten Mal nacheinander gewonnen hat, was wir natürlich jetzt alle schon wissen. Unter der Saison wurde er dann auch in der Liga immer besser. Und wir wissen es natürlich alle, er ist jetzt zu Juventus Turin gewechselt. Und ich denke mal, er sucht jetzt eine neue Herausforderung, die er mit Juventus Turin auf jeden Fall gefunden hat. Ich denke mal, er wird in der Champions League dort auch sehr abräumen. Und ja, deswegen bleibt er halt auch auf einer 94er Gesamtstärke. Und genau wie bei Messi bekommt er ein paar Upgrades und Downgrades bei dem Wert, aber er ist natürlich noch spielbar. In FIFA 18 hat er eigentlich fast dieselben Special Cards bekommen, und zwar auch 7 Special Cards, darunter auch ein Team of the Year und ein Team of the Season. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Morgen wird es wieder einen Stream geben, wo ihr auch gerne reinschauen könnt. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.